So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines GPL-Spieltages, eines GPL-Kampfes mit mir, dem Regi. Heute mit Spieltag Nummer 18 gegen Unlimited Bladeworks oder Frameworks. Ich glaube Bladeworks, bin mir nicht sicher. Sprich gegen den lieben Benem, wie wir hier auch schon im Bildschirm sehen. Mit einem Team von mir heute, was Recycled-Ware ist, mehr oder weniger. Es sind einfach Pokémon, die ich in früheren Kämpfen benutzt habe und zwangsweise jetzt nehmen muss, weil ich leider keinen Zugang aktuell habe zu irgendwas, um meine Pokémon zu überarbeiten. Alles andere dauert mir zu lange und ja, ich muss gestehen, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe ein bisschen Stress mit dem neuen Projekt und so, ihr wisst Bescheid. Deswegen habe ich halt auch Pokémon jetzt mitgenommen, zeige euch aber trotzdem mal das Team, die recycelt worden sind. Ja, deswegen sind die Namen auch willkürlich, nicht nach irgendeinem Thema oder so angeordnet. Wir haben jetzt beispielsweise zum Beispiel Mega Bibo heute am Start. Das ist ein Mega Bibo, was ich keine Ahnung wann dabei hatte, aber es ist das Bibo, was ich haben wollte vom Set her, ja. Gift Heap, Kehrtwende, Schlagbohrer sind alle wichtig im Kampf gegen Bene, vor allen Dingen auch Schutzschild, damit ich safe die Mega-Entwicklung durchkriege. Und ich habe Raiden dabei, das erste Mal, als wir Raiden hier dabei hatten mit dem Lebenorb, war natürlich gegen den Parsi. Voltwechsel, Strauchler, Kraftreserve, Eis und Fokusstoß sind alle wichtig gegen Bene, deswegen war auch Voltolos, so, Verzeihung, super wichtig gegen den lieben alten Bene und ich wollte das euch auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich natürlich wieder MG Wache am Start, offensives Empoleon mit der Kerzalbeere, also die Anti-Elektrobeere. Damit will ich vor allen Dingen dann das Zapdos vom Himmel holen mit einem Eisstrahl und auflockern halt, um irgendwelche Rocks oder so weiter, die mein Team sehr viel Schaden zufügen können, dann beiseite zu schieben. Siedewasser natürlich, um halt einen Burner so vorzukasten und Strauchler gegen sowas wie, was war noch gleich? Suicune, genau, gegen Suicune sollte ganz nett sein. Knackerl ist natürlich auch wieder am Start, ja, heute mit dem Wahlstall. Ich brauche irgendwas, was safe ist gegen Mega Latias, ne, weil Mega Latias echt ein Problem sein kann. Und mit einem Wahlschall-Knackrack fühle ich mich da ziemlich sicher. Einfach Wutanfall, nachdem es sich irgendwie zum Set. Selbst wenn es bei +6/+6 kann ich dann einfach auf einen Wutanfall gehen. Ich bin schneller dank des Wahlschalls und ich kann das Ding dann rausnehmen. Tarnstein natürlich mit dem Wahlschall-Set dann auch wieder gar nicht mal so verkehrt und ich wollte das auf jeden Fall dabei haben. Seamscoot ist auch wieder ein super Pokémon gegen lieben Biene, glaube ich, ne, gegen Suicune beispielsweise, gegen Zapdos auch super gut. Und ja, kann gegen viele Pokémon reinwechseln, kann mir halt mit dem Voltwechsel die Switch Initiative beschaffen und er hat gar nicht so viele Elektro-Pokémon, die der jetzt hier, Boden-Pokémon, Verzeihung, die der jetzt hier einfach so einen Voltwechsel reinwechseln kann. Das heißt, ich werde meistens vielleicht sogar die Switch Advantage gegen ihn haben können. Seems good. Und ich habe Lull dabei, ich meine, er hat einen Heatran und ich habe halt nichts gegen Heatran, aber wenn Heatran einmal beiseite ist, könnte ich mit meinem Pixie vielleicht sogar für einen Sweep sorgen, deswegen Pixie immer eine sehr gute Win-Condition. Ja, ich habe halt gar nichts gegen Heatran, ne? Das heißt, gegen Heatran kann ich da unmöglich drin bleiben. Aber wenn ich dann Heatran vielleicht mal auf den Weg geräumt habe, kann das ganz gut sein. Und ich kann gegen Heatran eventuell sogar zum Setup kommen. Ich meine, bei +6/+6 macht Heatran mir nichts. Ich mache Heatran natürlich auch nichts, aber ich kann halt, ich kann mich halt entgegenhalten. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt. So, genug des Intros, meine Freunde. Gehen wir doch einfach mal jetzt in den Kampf gegen den lieben Bene. Mal schauen, was der Typ so mitbringt. Ja, erwartet aber nicht, wie gesagt, so viel, weil es ist, wie gesagt, Recycle-Ware in Anführungszeichen. Deswegen schauen wir mal. So, wartet mal. Er bringt genau die Pokémon mit denen ich gerechnet habe. Das ist super gut. Gegen Zapdos und Suicune haben wir was. Wir haben, Moment, gucken wir mal, was er jetzt hier hätte mitnehmen können. Good luck, have fun, wünsche ich ihm erstmal auch. GL, have fun, so. Gucken wir mal, was der liebe Bene mitgenommen hat. Da haben wir es. Ich muss jetzt erstmal vergleichen. Wait. Ich dachte, ich habe das Bild geöffnet. Das ist blöd. So, er hat nicht mitgenommen. Wir gucken jetzt mal. Hab noch eine Minute Zeit. Das passt. Er hat nicht mitgenommen Bishop, was super gut ist. Ich habe nämlich gegen Bishop gar nichts mitgenommen. Sehr gut für mich. Er hat Kravums nicht dabei. Er hat die Never-Use-Pokémon, mit denen ich eh nicht gerechnet habe, nicht dabei. Das passt. Aber alles andere hat er dabei. Außer ein Bishop, was super gut ist für mich, finde ich. Und er hat wahrscheinlich Toxicroak für meinen Gyarados. Fand ich aber heute nicht nötig. Deswegen habe ich Gyarados nicht am Start. Ja, und direkt auf dem ersten Blick sehe ich, mein Bibor sollte hier gegen den lieben Bene einfach mal ein super wichtiges Pokémon werden. Und ich könnte, glaube ich, auch hier ziemlich safe mit Raiden leaden und dann einfach Volt turnen. Ja, wenn er dann halt auf Rhyperior geht, kann ich auf Grassnot gehen und er geht. Joa, ich lead auf jeden Fall mit Raiden erstmal. Raiden hat gegen alles ein solides Matchup. Gegen Heatran kann ich dann Volt switchen. Gegen Latias muss ich aufpassen. Latias wäre nicht so toll. Aber eigentlich habe ich streng genommen gegen alles ein super Matchup, außer gegen Latias, ja.
Und er wird wahrscheinlich Latias dann halt zwangsweise auch reinholen. Aber ich krieg dann halt mit Volt Switch die Switch Initiative, wenn er es reinholt. Also, schauen wir mal, was wir machen. Ich lead auf jeden Fall erstmal mit Raiden. Und er lead mit Vogel. Das ist Zapdos. Ist okay, ja. Er kann jetzt natürlich irgendwie direkt Roost machen, um sich entgegenzuheilen. Aber ich bezweifle, dass es ein spezialdefensives Zapdos ist. Das heißt, ich sollte hier schon mal richtig schönen Schaden drücken können. Wesen wechseln wir mal auf Timid. Wie gesagt, ich habe mit den EVs und so weiter und dem Wesen nichts umgestellt. Ich habe nur das genommen, was meiner Meinung nach reinpasst. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch einen spannenden Kampf liefern kann. Und ich bin auch motiviert und will heute einen Sieg einfahren. Aber den Umständen entsprechend, ja, konnte ich mich halt nicht wirklich spezifisch darauf vorbereiten. Ne? So viel sei gesagt, deswegen auch keine krassen Überraschungssets heute. Zapdos. Ich habe leider keinen Thunderbolt dabei. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe die Kraftreserve Eis. Ihr könnt jetzt auch auf die Kraftreserve Eis gehen. Das wäre auch ziemlich stark. Er muss rauswechseln. Was ist sein bester Switch-Out gerade? Wahrscheinlich Latias. Warte mal, er kann nicht drum bleiben. Er ist wahrscheinlich physically defensive. Wie viel Schaden will ich mit einer HP Eis machen? Rein theoretisch. Gucken wir mal. Hidden Power Ice würde nicht so viel machen gegen ein physisch defensives. Ich glaube, ich muss einfach hier Volt Switch raus benutzen. Er wird wahrscheinlich Roost benutzen, um sich entgegenzuheilen, was okay ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf Volt Switch. Ja, er bleibt drin. Er geht höchstwahrscheinlich einfach auf Roost, um sich entgegenzuheilen. Wir geben ihm jetzt die Information. Wir sind live Orb. Wir hingehen können jetzt auch mal sehen, was er ist. Er fährt wahrscheinlich das physisch-defensive Set, was okay ist. Ich, für meinen Teil, kriege jetzt aber zum Beispiel die Switch Initiative. Was sehr gut ist für mich. Schauen wir mal. Das ist Mega Beedrill. Mega Beedrill würde einen Poison Jab nicht. Na, knapp ein Turret Kill. Okay. Schauen wir mal. Er hat halt auch Hetran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, er will sich hochpushen. Das ist klar. Ich gehe auf Seems Good. Seems Good ist hier ein super Pokémon gegen Zapdos. Ich meine, er könnte Toxic machen. Er macht sogar Toxic. Oh, okay. Okay, ich habe da gar kein Problem damit. Das ist super gut. Ja, ich habe da gar kein Problem damit. Das ist ziemlich gut. Weil es geht. So gut ist es nicht, aber zumindest zeigt er mir erstmal oder revealed er mir, was er drauf hat. Ich meine, er wird jetzt roosten, ja. Er wird höchstwahrscheinlich roosten. Könnte mir nochmal die Switch Initiative ergattern. Wollte ich einfach auf Scald und hoffe auf den Burn. Ich glaube, der Scaldburn ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ja, er roostet, das ist klar. Deswegen ist Ice Beam hier nicht so ein starker Play. Ich kann aber trotzdem jetzt erstmal auf Scald gehen. Vielleicht kriege ich einen Burn, das wäre natürlich super. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich hier auf Scald gehe. Ein Burn gegen die Sub, das wäre nämlich super. Und ich kriege den Burn, perfekt. Das ist super wichtig für uns. Ich kriege den Burn, sehr wichtig. Residual Damage auf diesem Zapdos ist immer wichtig. Und das Zapdos ist schneller als wir. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder die Switch Initiative, Verzeihung, mit Voltwechsel. Und deswegen gibt es jetzt erstmal wieder den Voltwechsel raus. Aus Deutschland! Nee, nicht aus Deutschland. Okay, ich war, wie gesagt, für einen kurzen Moment am überlegen, ob ich vielleicht auch auf mein wie ist noch gleich, auf mein, ach, mir fällt der Name nicht ein, aber Wayne, Wechsel. Aber ich dachte mir letzten Endes, das brauchst du nicht. So, Voltwechsel raus, zack, Switch Initiative, so, perfekt. Und dann können wir jetzt erstmal schauen, was wir hier machen. Ich kann noch nicht in mein Chansey gehen. Leftover spielt er wahrscheinlich auf Suicune oder auf Hetran. Ich könnte jetzt echt risky spielen und auf Beedrill gehen. Dann einfach Poison Jab klicken. Wäre das zu greedy? So ein Zap. Ah, er kann Heatwave drauf spielen, ne? Er kann Heatwave drauf spielen, das will ich nicht. Okay, jetzt muss ich versuchen, das Zapdos irgendwie zu outplayen. Wenn ich das Zapdos rausbekomme, ist das schon mal super, super, super gut für mich. Ich gehe auf Raiden und drücke zweimal HP Ice. Ja, ja, ich gehe wieder auf Raiden. Klingt super gut. Raiden ist, wie gesagt, ein super wichtiges Pokémon für mich. Und dank der Verbrennung kann er sich nicht mehr wirklich effizient entgegenheilen. Ich bin schneller und ich kann jetzt einfach mal auf die Kraftreserve Eis gehen. Um hier nochmal richtig guten Schaden zu drücken. Und zwar, wie gesagt,
50%, glaube ich, ne, waren das. Wenn ich mich nicht irre, das sollte ganz gut sein. Also Raiden ist hier schon so ein super, bam, bam, super Kämpfer. Okay, da kommt die Kraftreserve. Zack, boom. Die macht auch soliden Schaden. Ja, ich meine, er kann sich wieder entgegenboosten, ne? Er boostet sich aber jetzt die ganze Zeit entgegen. Joa. Ist jetzt so ein bisschen Resident Sleeper-mäßig, ne? Und eigentlich will ich mich nicht auf dieses... Ha, dieses Matchup ist eigentlich ziemlich beschissen. Ich kann darauf gamblen, dass ich einen Crit bekomme. Ich gehe weiter auf die HP Ice. Ich habe nichts zu verlieren. Wilson am längeren Hebeln. Wir können critten. Mit dem Crit sind wir hier super gut dabei. Ich meine, wir machen mehr Damage, als er recovered. Ja, wir machen mehr Damage, als er recovered. Ja, das passt. Ich mach weiter. Ich muss das Zapdos, wie gesagt, auf jeden Fall loswerden. Weil wenn ich als Zapdos los bin, ist alles schon mal ein bisschen einfacher. Deswegen war der Burn auch super wichtig auf dem Zapdos. Deswegen war der Burn super wichtig. Ich könnte jetzt auf Latias gehen. Boah, ich spiel so ein bisschen ekelhaft balkiges Team. Toxin haben wir gesehen, hat wahrscheinlich noch die Hitzewelle drauf, ne? Für. Ja, wahrscheinlich nur die Hitzewelle drauf. Oder hat die Sugarberry auf Petron? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Er wechselt sich schon zurück. Er sieht, ne? Er macht nicht so viel Schaden. Geht wahrscheinlich auf Latias. Alola ist. Ja, ja, ist Latias, okay. Machen trotzdem mehr soliden Schaden wahrscheinlich mit der Kraftreserve Eis. Puh, das ist super solider Schaden. Ich habe leider keinen Dark Boost drauf. Ich glaube, auf dieser Range macht Latias sogar schon ein One-Hit. Oder ab dieser Range kann uns ein Latias sogar rausnehmen. Was natürlich nicht so schön ist. Ich könnte aber auf. Ich muss irgendwie jetzt versuchen, meinen Mega Bebop rauszubekommen. Mega Bebop ist jetzt super wichtig. Ich brauche Raiden. Raiden ist ein wichtiges Pokémon für mich. Ich meine, er wird jetzt hoch recovern, roosten, whatever. Ja, macht sogar Eichstrahl. Interessant. Okay. Jetzt habe ich den Slow. Mega Latias. Defensive. Oh, ich muss aufpassen. Ich kriege jetzt die ganze Zeit ein bisschen Residual Damage. Versus Lantern. So ein Eistrahl macht leider nicht genug. Ich muss auf den Slow Volt Switch gehen. Ja, mach Ruhe, ist in Ordnung. Ja, ich muss jetzt gerade echt viel nachkärken, weil ich das auch alles nicht gemacht habe. Von daher tut mir das schon ein bisschen leid, Leute. Ich kriege ja wie gesagt den Slow Volt Switch. Das ist super. Das heißt, ich kriege jetzt safe mein Mega Bieber raus. Und er hat keinen wirklichen Wechsel oder wirklich einen Switch in hier rein. Ich mega mich jetzt auf jeden Fall. Gehe ich jetzt direkt auf Schutzschild oder predikte ich einen Switch seinerseits? Wenn ich jetzt auf Poison Jab gehen würde, ja, das würde mich super weit ahead bringen. Aber eigentlich darf ich Mega Bebop nicht riskieren. Er wird aber auch sein Latias nicht riskieren, ja. Ich glaube, dieser Range haben wir sogar gute Chancen, ihn rauszunehmen. Ich meine, was macht er dann? Was macht er dann? Er geht auf Zapdos. Er geht auf Zapdos.
eigentlich. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt gerade Risky spiele. Ich darf nicht Risky spielen. Ich würde zu viel verlieren. Hätte ich's mal gemacht, er geht jetzt wahrscheinlich auf Beedrill oder auf Suicune sogar. Rhyperior, ist okay. Schade. Das ist echt schade. Ich habe mich nicht gemegert. What? Habe ich den Haken wieder rausgenommen? Oh, das ist ziemlich blöd. Ich habe mich nicht gemegert. Egal. Wurde zum Glück nicht punished. Warum habe ich nicht gemegert? Ich habe da eigentlich auf jeden Fall auf. Ich habe da auf jeden Fall drauf gedrückt. Das war nicht geplant eigentlich. Das war nicht geplant. So. Ja, wir müssen uns rausgehärt werden. Jetzt können wir mal sehen, was es für ein Item kriegt. Boah, das ist super Schaden. Das trägt sogar einen Rocky Helmet. Okay. Das trägt dann Zapdos. Google Asses vielleicht? Könnten die Google Asses sein. So. Mega Beedrill Adamant gegen Rhyperior. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Rhyperior ist. Schauen wir mal. Ich würde mit Drill Run Stand jetzt. Längst nicht genug machen. Aber das ist nicht das Tankset, oder? Boah, ich mach längst nicht genug. So, jetzt ist es. Jetzt ist ein schwieriger Turn. Was macht mein Gegner? EQ, Stone Edge, Setup mit Dingens vielleicht, Rock Polish. Oder was wird mein Gegner machen? Ich überlege jetzt vielleicht sogar auf mein Engevara zu gehen, aber das ist viel zu gefährlich. Ich glaube, Raiden ist hier der Play. Gut gegen EQ. Super gegen Stealth Rocks. Ja, okay. Ja, der Switch auf mein Empoleon war mit zu risky. Okay. Wir sehen schon, der gute alte Bene spielt ziemlich safe. Bis hierhin. Gefällt mir. So, wir kriegen jetzt erstmal einen Road Switch raus. Er wird hier nicht drin bleiben. Weil er weiß. Ich könnte Grass Knot spielen, deswegen wird er rauswechseln auf seinen Latias. Ich muss dann raus auf Empoleon und die Tarnsteine direkt rausbekommen. Nicht die Tarnsteine, die Stealth Rocks, weil die sonst zu viel Schaden machen an meinem Team. Okay. Empoleon. Specially defensive, offensive default. Wie viel würde ein Ice Beam rein theoretisch machen? Leider nicht so viel. Okay. Ich muss die Rocks rausbekommen, ne? Doch, ich muss die Rocks von meiner Seite raushauen. Wenn er jetzt Donnerblitz drauf hat, ist es okay. Ja, wir haben die Kerzalbeere, das heißt den Schaden, den tanken wir erstmal. So. Und ich kriege die Tarnsteine raus. Das ist super. Okidoki. So, jetzt habe ich wieder einen Free Switch. Wäre vielleicht die Schuka-Beere auf Heatran drauf oder den Balloon vielleicht sogar. Könnte der Balloon auch sein. Also Stand jetzt sieht es für uns ganz okay aus. Predige ich jetzt einen weiteren Donnerblitz. Ich habe zwei Pokémon, die Donnerblitz super abfangen würden. Rein theoretisch. Könnte er weiter auf Donnerblitz klicken. Oder... Er macht jetzt Eisstrahl oder Psyshock. Ich darf eigentlich Mega Beedrill nicht sacrificen. Ich muss Mega Beedrill safe halten. Ich glaube, ich riskiere es jetzt sogar und gehe auf den Eisstrahl.
Geht weiter, Servus Donnerblitz. Ist okay. Ich meine, ich verliere jetzt Empoleon. Ich hätte auf meinen Landton gehen müssen. Das war blöd. Ja. Fällt mir jetzt aber erst ein. Ich hätte dann halt wieder den Slow Volt Switch bekommen. Ich hätte KP geheilt, egal was er gemacht hätte, und hätte den Slow Volt Switch bekommen. Fuck! Ah, ärgerlich. Egal. Zumindest sind die Tarnsteine weg. Empoleon hat einen super Job bis jetzt gemacht. Tarnsteine weg, das ist okay. Mehr hätte Empoleon, glaube ich, in diesem Kampf sowieso nicht mehr gerissen. So. Wir sind schneller. Wir kriegen jetzt die Chance, wieder raus zu Kehrtwenden. Kriegen nochmal, wenn er auf Rhyperior geht, zusätzlich Chip Damage auf Rhyperior. Ist okay. Ja, das ist okay, das ist okay. Ja, er spielt halt ein sehr defensives Team. Oh, da durchzukommen wird tough. Ich meine, Suicune, Zapdos, Heatran, Latias. Oh, er spielt ja mega viele Legendaries. Legendary Loop! Oh Gott. Sich aber jetzt erst einmal. Heatran, Zapdos, Suicune, Latias. Du Scheiße. Zapdos mit Recovery, Latias mit Recovery. Oh Gott. Okay. Okay, ich brauche, wie gesagt, ich brauche Beedrill. Beedrill ist mega wichtig in dem Kampf. Beedrill ist ultimativ wichtig in dem Kampf. Beedrill macht viel zu viele wichtige Dinge in dem Kampf. Man geht wieder auf Rhyperior. Okay. So, Kehrtwende, here we go. Macht super Schaden. Finde ich super. So. Kann ich eigentlich auf Landturn gehen und mit Landturn. Ja. Okay, jetzt wieder auf Landturn. Ich bin schneller. Und ich kriege jetzt mit Landturn noch einen Angriff raus. Ice Beam versus Scald. Vielleicht wegen Glibunkel, ja. Schwierig. Ich hätte vielleicht nicht so schnell Feuerling drücken können sollen. Schauen wir mal. Lantern. Offensive Tank Set. Geht sogar raus. Er will Rhyperior nicht opfern. Interessant. Geht er auf Toxicroak? Er geht auf Toxicroak, ja. Er geht auf Sweepen, okay. Mute. Schade, ich hätte jetzt den Überprojekt raushauen können. Mit Bolzert vielleicht. Das macht aber guten Schaden. Leider kein Burn. Hat er Recovery? Ne, ich spiele keine Recovery. Das könnte Chesto Resto sein. So, ich brauche Lantern eigentlich. Wobei. Donnerblitz versus Bolt Switch. Wir drücken Bolt Switch. Fühle ich mich sicher. Weil ich muss halt auf Glibunkel aufpassen und Tiefschlag. Glibunkel und Tiefschlag. Da kann ich aber nicht drumherum spielen aktuell. Ne, kann ich aktuell nicht. Also, Stand jetzt. Ah, vielleicht hätte ich doch ein anderes Set auf. Videopumpe. Okay. Interessant. Interessant. Videopumpe. Wo ist der Scarft? Ist ja nicht Scarft, oder? Könnte das Scarft Suicune sein? Ich habe jetzt gerade echt Angst vor Scarf Suicune. Scarf Suicune, ey, seriously? Nee, das ist nicht Scarf Suicune, oder? Ich habe gerade mega Angst vor Scarf Suicune, Leute, um ehrlich zu sein. Ich habe mega Angst vor Scarf Suicune. Nicht Raiden sacrificen zum Testen. Ich glaube schon. Ja. Ist das Scarf Suicune ernsthaft? Sehen wir jetzt, ja. Ja, es ist Scarf Suicune. Okay. Scarf
zurück. Muss ich das verstehen? Naja, wie gesagt. Ich hätte es schon denken können. Aber ich wollte nicht um sowas komisches rumspielen, weil... Naja. Das ist nach Suicune, Alter. Das ist nach Suicune. Überreste haben wir nicht gesehen. Das heißt Überreste Heatran, ja. Überreste Heatran, okay. Sucker Punch auf Toxicroak. Das heißt, ich muss jetzt auch noch so einen Clown-Suicune rumspielen. Oh Gott. Aber egal. Sieht immer noch ziemlich solid aus für uns. Ich habe meinen Pixie und er macht's schlau, er hebt sich das Heatran auf. Aber dank unserem Volt Core, also wir wechseln ja die ganze Zeit rum mit Kehrtwende, Voltsuit und so weiter. Vielleicht hätte ich direkt auf. Ich hätte direkt auf Kessrack gehen müssen, dann vielleicht EQ oder Drachenklau klicken. Drachenklau wäre, glaube ich, das safeste gewesen, ja. Zwei komische Missplays leider, ja. Was heißt Missplays, aber... Ich war mir bei Suicune, wie gesagt, nicht sicher. Das mit Landtouren und der Opferung von... Wen haben wir geopfert? Ich weiß gar nicht mehr, wen wir geopfert haben. Aber das könnte man als Missplay auf jeden Fall sehen. Das könnte man auf jeden Fall als Missplay sehen. Naja. Hätte er die Fahrtkette, here we go. So, ich glaube, wir könnten Rhyperior mit der nächsten Kehrtwende rausnehmen. Haben uns dann aber selber schon massiven Schaden durch... Was weiß ich, was zugefügt. Ja, allein durch die Links. Ich glaube, ab dieser Range könnte der nächste U-Turn sogar reichen. Leider nicht. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Nehmen wir das Rhyperior schon mal raus. Wahrscheinlich hat er jetzt keine Rocks mehr. Sind zu dem Zeitpunkt egal, aber trotzdem. Okay. Spielt sehr direkt. Keine Predictions bis jetzt gemacht. Das war mein erster Kampf gegen Bene, by the way, ne? Spielt sehr direkt. Wenig Predictions bis jetzt. Boah, shit, ey. Suicune. Da hätte ich mir mein Voltolos aufbewahren können. Hier ist Batman. Ich hätte mein Voltolos aufbewahren können. Dachte sich wahrscheinlich schon, dass ich Scarf bin. Anders kann ich mir diesen Wechsel gerade nicht erklären. Ja, er denkt sich wahrscheinlich, dass ich Scarf bin oder in irgendeiner Form gechoiced. Trotzdem sehr riskant von ihm. Oder er spielt das genauso, weil er die Sugar Berry drauf hat. Was kann Heatran mehr machen? HP Ice? Schade, dass er so spielt. Das hätte ich mir jetzt gerade nicht gewünscht. Überlegen, ob ich drin bleibe und einfach mal auf Dings gehe. Bleib mal drin und geh auf die Drachenklaue. Weil ich ein bisschen Schaden auf das Ding haben will. Ich will die Lichtkanone. Okay. Lichtkanone für Pixie wahrscheinlich.
hier well predicted. Eine Erdkräfte hat er auf Knackhack auch ausgereicht. Ich habe keinen Switch-In mehr. Und er hat 100 Pro die Dings drauf. Sonst würde er das so nicht spielen. Er hat 100 Pro die, Schokaberry drauf. Ich könnte aber rein theoretisch noch critten. Er hat die Schokaberry drauf. Das ist klar. Und er ist offensiv. Schauen wir mal. Ich habe halt meinen Raiden unnötig geopfert, das ist ärgerlich. Da habe ich meinen Erdkräfte-Switch-In verloren. Ach, hätte ich das mal nicht so gleich auf fertig geopfert. Ja, das war klar, das war okay. Schade, ich hätte critten können. Das wäre wichtig gewesen. Das ist ein GG, Leute. Da werden wir nichts mehr machen können. Wir haben uns das uns selber verborgen. Ich konnte mich nicht so gut vorbereiten. Ist okay. Aber er spielt das auch hier grundsolide runter. Ja, wie gesagt, diese zwei Plays. Einmal, dass wir da unser... Was war es noch gleich? Unser Empoleon geopfert haben. Anstatt auf Seems Good zu gehen, was viel besser gewesen wäre. Das war ziemlich blöd. Und halt das mit Raiden. Also haben wir halt zwei wichtige Pokémon einfach so geopfert, obwohl die anderen Plays besser gewesen wäre. Hätte man ganz einfach verhindern können. Ich bin sogar verhindert drauf. Ist okay. Das ist verloren. Das ist okay. Hätte man ganz einfach verhindern können, indem man vielleicht 5 Minuten länger nachgedacht hätte, aber das ist ein GG. Und damit habe ich auch gerechnet. Damit habe ich auch gerechnet, ist klar. Weil es wäre möglich gewesen, dass wir das hätten gewinnen können, wirklich. Ist ja ein Crit da vielleicht an der Stelle mehr, ein Crit mehr. Das wäre schon echt wichtig gewesen. Aber egal. Nächste Woche habe ich hoffentlich wieder Zugang zu PKX. Und dann kriege ich vielleicht hoffentlich wieder eine bessere Vorbereitung hin. Weil dieses Mal ging es halt von der Technik her nicht. Zwei Plays, Alter. Das war so gut, Mann. Das Team war so super aufgestellt gegen ihn. Ja, ich habe genau das mitgebracht, womit ich gerechnet habe. Gehe ich jetzt auf Outrage? Was bringt mir Outrage? Schauen wir mal. Zapdos. Ich meine, er hat noch Glibunkel. Vielleicht kann ich hier noch was für die Differenz machen. Specially Defensive. Zapdos, OU, Specially Defensive. Yep. Zapdos. So. Ich meine, er hatte diese Hydro-Pumpen-Miss. Der war Wayne, der hatte nichts abgezogen mit Assault Vest. Direkt bei Heatran auch auf Lantern wechseln müssen. Ja, keine Ahnung, ich habe ein bisschen zu viel predicted. Ich dachte, er spielt nicht so krass. Weil er hat ja wirklich null predicted in dem Kampf. Chomp. Tank Chomp. No. Schwarzkopf. Outrage killt nicht. Ich muss auf Outrage gehen. Also wenn ich noch eine Chance haben will zu gewinnen, muss ich auf Outrage gehen. Also rein theoretisch können wir tatsächlich noch gewinnen. Ja? Rein theoretisch können wir tatsächlich noch gewinnen. Ich meine, er hat einen Latias, wir sind schneller als Latias, Suicune, was angeschlagen ist, wir sind schneller als Suicune. Zapdos ist ein Problem und er hat halt die Glibunkel. Nicht Glibunkel, Toxicroak. Ich glaube mit Element Outrage könnten wir Toxicroak rausnehmen, weil Toxicroak hält nichts aus. Aber er, okay, er wechselt direkt auf. Er hat Sucker Punch drauf. Ja. Er hat Sucker Punch drauf. Da hätten wir vielleicht sogar tanken können. Ne, er hat Life Orb. Oder hat der Life Orb? Hat er Life Orb? Ja, da gibt es noch.
GG an sehr schön an Bene. Ja, wir haben uns selbst verbockt. Keine gute Vorbereitung. Outrage hätte gereicht, sehe ich hier gerade. Wie viel macht so ein Sucker Punch? Sucker Punch. Toxicroak. Schauen wir mal hier voll offensiv. Toxicroak mit Sucker Punch. Das macht gar nicht so viel. ~53-64%. Spielt der Element? Wahrscheinlich schon, ne? Nehmen wir mal Element. Ja, 58-70% mit einem Life Orb und alles auf Angriff. Hätten wir also rein theoretisch sogar noch tanken können. Schade. Ja, Leute, wo haben wir uns verborgt? Ich überlege gerade. Also, Vorbereitung? Habe ich euch schon erklärt. Zusätzlich noch in-game. Diese beiden Sachen, die man hätte verhindern können. Ich hätte Raiden nicht opfern sollen. Raiden ist wichtig gewesen im Kampf. Hat man gesehen, Raiden hat unnormal viel Chip-Damage und so weiter verteilt. Und Lanthorn. Ja, das war blöd. Ich hätte... Impoleon, genau, Impoleon. Impoleon hätte auch noch sehr wichtig sein können. Ja, Impoleon hätte auch noch sehr wichtig sein können. Hätte nämlich eine Earth Power getankt von Heatran Safe. Schade, ey, da ärgere ich mich. Das ist so eine Niederlage, wo ich mich ärgere, weil... Ihr habt zuvor noch nie gegen Bene gespielt. Aber er hat nicht ein einziges Mal predicted. Das ist verdammt interessant. Nicht schlecht. Ja, aber wir haben uns auf jeden Fall auf einer besseren Seite präsentiert als letzte Woche. War gegen einen super Gegner, der super vorbereitet war, kann man nichts machen. Mit ein bisschen mehr Glück wäre da auf jeden Fall ein Sieg drin gewesen, da bin ich mir absolut sicher. Vor allen Dingen ein bisschen mehr nachdenken. Muss ich mir vielleicht für die nächste Woche angewöhnen. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Züge, vor allen Dingen für die wichtigen Züge, weil das waren ja Core-Züge. Vielleicht wird das nachher was, mal schauen. Aber ich habe noch nicht aufgegeben, Leute. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr... Ja, wir sind auf jeden Fall nicht mehr Tabellen erster. Present, wenn er gewinnt, ist 3 Punkte in Vorsprung. Wir spielen aber nächste Woche gegen Present. Dann muss ich mich gut vorbereiten. Present klatschen wir easy und dann sind wir wieder erster. Schauen wir mal. Ja, aber ansonsten, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben ist gerne gesehen. Rein theoretisch hätten wir es echt noch gewinnen können. Hätte ich mal besser gespielt. Ärgere ich mich jetzt gerade sehr. Das merkt man mir, glaube ich, auch an. Nichtsdestotrotz war ein super Spiel. Schaut auch mal bei Bene auf dem Channel vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Es würde mich freuen und supporten. Ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön, Wochdick. Und ciao, euer Regi.